Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. American Truck Simulator. Muss ich gerade überlegen. Genau. Apropos überlegen. Was haben wir letztens gemacht? Wir hatten uns diverse LKWs gekauft. Und diverse Fahrer angestellt. Das weiß ich noch. Genau. Wir wollten hier mit dem Auflieger ein bisschen rumfahren. Und ich glaube, wir mussten noch einen LKW kaufen, wartet, ne? Warte mal kurz, Garagenmanager. Genau, hier fehlt noch ein LKW. Ah, genau, und wir wollten uns noch eine Garage kaufen für uns. Also eine Garage, wo nur wir drinne sind und unsere ganzen Auflieger. Dass hier dann quasi der Platz frei wird. Da brauchen wir also noch einen LKW und noch einen Fahrer. Und noch eine Garage. Aber erstmal ein LKW und einen weiteren Fahrer, damit die vorhandene Fünfergarage da voll wird. Wir haben 28.000. Und wir haben alle Kredite voll ausge. Wow. Wow. Gut, ja, da würde ich mal sagen, gucken wir mal kurz, was wir mit unserem Auflieger so machen können. Von da, wo wir gerade sind. Wir können mit unserem Auflieger Auflieger ziehen. Aha. That's interesting. Warum ist da eine Streckenlänge sortiert? So, wow. Transformatoren, 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 alles noch Transformatoren. Das ist ja interessant. Gut, wir wählen jetzt mal unseres Ding hier aus. Hallo? Ey. Manchmal funktioniert dieses Raufklicken nicht. Ja, was ist da schon wieder los? Amanda Kolm. So, Frachtmarkt. Jetzt? Dankeschön. Oh. Räder mit Volvo-Felgen. Aha. Das ist ja interessant. Damals wissen es auch 93. Das ist natürlich schon wesentlich lukrativer ist. Egal, gucken wir mal bei unserer näheren Umgebung. Oh, guck mal, da haben wir auch direkt diverse. 133, 146. Hei, 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 hei. Ja, dann nehmen wir doch das. Let's go. Das klingt doch lukrativ. So. Es ist Sonntag 9:14 Uhr. Ich habe gar nicht geguckt, wie unsere Stats sind, so wegen ausgeschlafen und so. Aber so schlimm das wird es schon nicht sein, oder? Sieht alles im grünen Bereich. So, na dann, das und das und Ready to roll. mein Kopf ein bisschen lauter machen hier. Schon besser. Ah, ein wunderschöner Auflieger. Vor allem, was ich halt hier so schön finde, ist, dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist, weil man, wo sich der immer mit der Fracht ändert. Oh, ich muss erst gucken, wie ich hier rumkomme, Alter, mit dem. Eieieiei. Ist ja doch recht lang und so. Aber sollte passen. Aua! Ey! Was ist denn hier los? Hammer Nacken. Ernsthaft? Ich hasse mein Leben. So, sieht doch gut aus.
So. Hab ich gerade gewundert, was hier für Linien sind, aber das ist die Freileitung. Oh Mann, alter Drauflieger. Schwenken wir jetzt schon noch hin. Ich sehe gar nicht, ob ich noch auf dem Bahnübergang bin. Das ist scheißegal, wir haben grün. Let's go! Meilen müssen wir bis zur Verladestelle fahren. Auch nur 55. Oh. Ach, schon geil hier. Mit so einem Gespann hier. Ja, schon echt ganz schön lang, das Ding. Holy shit. Dem los. Wie denn, dass ich rangiere? Oh. Ha. Gerade so um die Ampel drum herum geschafft, ey. Einfach die Kurve da gerade. Ja, lol. Normalerweise fährst du bei sowas komplett auf die andere Spur rauf. Aber geschickt, wenn der LKW steht. Vor allem, wenn er Piss auch noch losfährt, einfach. Was ist los mit dem? Hat er gesoffen oder was? Ja.
Oh, Einkommen. Das fand ich so gut wie zwei kommen, aber hey. Vorne ist es ja schon. Ah, okay, wie komme ich hier rein? Direkt vor dem Tierstück hier. Okay, okay, okay. So. Ja, eben, das ist wieder der Vorteil. Dadurch, dass wir so einen riesigen langen Aufhänger haben, kriegen wir so ganz leichte Einpackpositionen. Und der LKW wird sogar umgedreht für uns. Da. Also, wir werden quasi mit Sandpfoten behandelt. Ach, so sehen die Dinge aus. Süß. Ich bin gerade. So. Und dann. Können wir einmal nach jetzt rausfahren? Zwischen wieder da. Und wird das denn was? Sieht gut aus. Ach, dieser riesige Auflieger. Oder der riesige Doppelauflieger. Whatever. So. 1000 Meilen. Eieiei. Das kann ja wieder eine Weile dauern hier. Ja. 35. Wow. Sowas hat man noch gerne. So, davon müssen wir mal wieder um diese scheiß enge Kurve fahren, aber diesmal fahren wir außen. Ja, das ist zumindest etwas einfacher, I guess. Freie Bahn mit Marzipan. Ich finde es immer noch unglaublich unrealistisch, wie die Fahrzeuge mal alle abbiegen. Also gerade bei dem Feuerwehrwagen zum Beispiel, hast du gesehen, wie ruckartig der einfach da rechts weg ist und dann auch viel zu schnell um die Kurve gefahren ist und alles. Also, weiß ich nicht. So, wir ordnen uns mal hier ein bisschen rechts ein. Ja. Und ich meine, die AfD ist immer mehr dabei, an die Macht zu kommen, von daher. Was ist das da für eine Ampel? Ist das überhaupt unsere Ampel? Nee, ne? Wo ist unsere Ampel? Achso, über uns. Ah. Wir müssen gucken, bis da oben grün wird. So, bin mal gespannt. Wir fahren mal ein bisschen ganz außen hinten. Ungefähr so. Sollte passen. Ja, sieht gut aus. Aber jetzt geht schön bergauf. Wie viel haben wir? Wie viel? 40 Tonnen, ne? Ja. 40 Tonnen Zulast. Hey, 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 hey.
Ja, das geht gut bergauf. Ich hau dem Jungen eine rein. Der hat doch Lack gesoffen. Da wartet er brav die ganze Zeit und kommt jetzt wieder da, fährt er los. Oder dachte er, weil wir halt erwarten haben, also gelbes Signal, gelbe Ampel, dass wir direkt stehen bleiben und ihn vorlassen. Nee, nee. So, 75 dürfen wir fahren. Sehr geil. Ich glaube, wir können froh sein, wenn wir mit dem LKW 65 erreichen. Sehr schnicke. Es war irgendwie ein bisschen schade, dass der Hinterraufflieger vorne nur eine Achse hat, aber hey, was soll's. Oh. 65 haben wir schon mal erreicht. Sehr nice. Da sollte man die 75 auch erreichen. Dauert halt nur ein bisschen länger. Oh, da fällt er wieder runter. Ja, moin. Wir müssen nach links. Ab nach Osten. Und zwar nur nach Osten, ja. East only. Da gibt es keine weiteren Abzweigspuren oder so. Und keine Wendemöglichkeiten. Straße frei, gut. Oh, und Baustelle, das ist nicht so gut. Also wenn es weitergeht mit so Stop and Go, dann werden wir die 80 aber nie erreichen. Ja, könnt ihr aber wissen. Wie wär's mit nein? Die anderen fahren ja auch gerade mal 50. Heilige Scheiße.
Aber hey, wir hatten die 75 echt gut, ne? Bei den 80 von hatten wir ein bisschen Probleme, der war zwar ab und zu mal erreicht, schon hoch und runter. Aber so auch gerade Strecke konnten wir so fast 80 halten. Aber die 75 können wir auch gut halten. Nice. Ja, ich meine, der ist ja mittlerweile ein starker LKW. Ja, aber wir brauchen nur ein bisschen zu beschleunigen. Bei OBS stockert das wieder schon wieder so extrem. Was ist denn da schon wieder los, sag mal? Das ist eine Neigekurve hier, ey. Ui. Was? 1300 Verlust? Das ist ja illegal. Ach, schöne weite Strecke hier. Schon sehr geil. Irgendwas sagt mir, dass das ATS gerade schon wieder mit den hohen Geschwindigkeiten Probleme hat. Oh, was ist denn da passiert? Ah, jetzt geht's wieder. Easy. Gut. Wollen wir sagen, beenden wir die Folge mal an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Thank you.